Die FDP rief zum Sommerfest und viele kamen in den Garten von Peter Entler. Bei bodenständigem Essen, zünftigen Getränken und liberaler Musik vergnügten sich nicht nur die FDP-Mitglieder, sondern auch die Oberen der anderen Batonischer Parteien. Natürlich musste auch die Frage zur Zeit gestellt werden. Und wie wird das Drama im Siebengebirge enden? Ich hoffe, gut, ich muss aber nochmal sagen, dass ich relativ verständnislos überhaupt über die Verfügung bin, hier den Weinbau so weit einzuschränken, dass die Winzer ihre Angestellten nicht mehr in den Weinbau bringen Besonders können. Erstaunt hat ist, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos eines Steinschlags überhaupt keine Berücksichtigung in der Bewertung gefunden hat. Das nächste Sommerfest kommt bestimmt. Die nächste Wahl auch.